Autorität und Freiheit sind keineswegs Gegensätze. Ein Satz von Hannah Arendt, geschrieben Mitte der 1950er Jahre. Hannah Arendt ist zu diesem Zeitpunkt bereits berühmt. Vor allem wegen ihres Buches über den Totalitarismus. Gemeinsam mit ihrem Mann Heinrich Blücher lebt sie zu dieser Zeit im New Yorker Exil. Was ist Autorität? Und warum stehen liberale Gesellschaften dieser so kritisch gegenüber? Mit dieser Frage provoziert sie in einem Essay. Hannah Arendt fordert, politische Autorität positiv zu sehen und folgt dabei republikanischen Vorstellungen aus dem alten Rom. In dieser Auffassung vom Staat spielt Autorität eine zentrale Rolle. Die Macht liegt zwar beim Volk, die Autorität jedoch beim Senat. Die Magistrate, gewählte Vertreter des Volkes, treffen Entscheidungen für die Gegenwart. Die Senatoren geben Richtlinien im Sinne der Gründer Roms vor. So findet ein Ausgleich von Macht statt, der konkrete Politik mit Werten der Vergangenheit verbindet. In der modernen Welt jedoch wird Autorität mit Gehorsam, Zwang und Gewalt gleichgesetzt. Für Arendt ein fatales Missverständnis. Denn politische Autorität beruft sich stets auf Quellen, die nicht von den aktuellen Machthabern geschaffen wurden. Also auf übergeordnete Gesetze und Traditionen. So begrenzt Autorität Freiheit, um sie genau dadurch zu sichern. Und schützt so auch vor totalitären Strukturen. Totalitäre Machthaber hingegen nutzen krisenhafte Situationen, in denen solche Autoritäten angezweifelt werden. Sie erzwingen Gehorsam durch Gewalt und eben nicht durch Autorität. Diktatoren wie Stalin oder Hitler hätten daher mit politischer Autorität nicht im geringsten zu tun, schreibt Arendt. Der Sinn von Politik ist Freiheit. Davon ist Hannah Arendt überzeugt. Doch diese Freiheit lässt sich ohne politische Autorität nicht verwirklichen. Ein Gedanke, der heute wieder sehr aktuell ist.